So, moin moin, nachdem mein Video über Liont gelöscht wurde, habe ich eine unglaubliche Welle an Unterstützung erfahren. Mein Backup-Kanal hatte noch am selben Abend über 2000 Abonnenten bekommen und ich habe über Twitter und YouTube so viele Nachrichten von Zuschauern bekommen. Das war einfach nur beispiellos. In Artikel 5 des Grundgesetzes steht drinnen, eine Zensur findet nicht statt. Und bei dem Liont-Video hat jemand versucht, es zu zensieren und wäre damit fast durchgekommen. Das Liont-Video hatte einen sogenannten Community Strike bekommen. Ich habe den Eindruck, dass der Community Strike dazu missbraucht wurde, um eine unliebsame Berichterstattung zu unterdrücken. Und ich muss mich einfach bei meinen Zuschauern bedanken, die mich dabei unterstützt haben, dass diese Zensur wieder aufgehoben wird. Und ebenso will ich mich bei meinem Netzwerk Maker Studios bedanken, die mich ebenso dabei unterstützt haben, dass dieses Video wieder online kommt. Und natürlich noch ein Dank an meinen Journalistenverband und an meine YouTube-Kollegen, die mich auch unterstützt haben. Aber noch einmal ein ganz großes Dank an meine Community. Als so viele Leute meinen Backup-Kanal abonniert hatten, wusste ich, dass man mich nicht mehr totkriegen kann auf dieser Plattform. Es gab auch YouTuber, die versucht hatten, mein Liont-Video zu re-uploaden. Diese Re-Uploads hatte Tube One zum großen Teil striken lassen. Und hier ging es um einen Copyright-Strike. Da das Video jedoch mein Video ist und die Bildinhalte über Liont von mir zitiert wurden, ich bin im Detail darauf eingegangen, was da passiert. Und habe in der Quintessenz mein eigenes Werk geschaffen, welches alle journalistischen Standards erfüllt. Da dieses Video also mein eigenes Werk ist, darf Tube One diese Videos auch nicht striken. Ich fordere hiermit Tube One auf, die Strikes an den Re-Uploads von meinem Liont-Video umgehend zu entfernen. Liebe Kollegen von Tube One, solltet ihr damit ein Problem haben, dann wendet euch an mein Netzwerk Maker Studios. Die sind gerne bereit, alle Feinheiten mit euch zu klären. Ich hoffe, dass das letzte Video dieser Art gewesen ist, denn ich möchte auf diesem Kanal das tun, was ich am liebsten tue, nämlich berichten. Heute gegen 12 Uhr morgens wurde der Strike wieder zurückgenommen. Somit ist mein YouTube-Kanal wieder komplett strikefrei und das Liont-Video ist wieder verfügbar. Zu jeder Berichterstattung, die ich leiste, findet immer eine Abwägung statt. Ob und wenn ja, inwieweit ich darüber berichten darf. Liont ist eine Person des öffentlichen Lebens und des öffentlichen Interesses. Er hat sich öffentlich einen Fehler erlaubt. Und über diesen öffentlichen Fehler einer öffentlichen Person hatte ich berichtet. Hätte Liont hingegen privat sich einen Fehler erlaubt und ich hätte davon gewusst, dann hätte ich darüber wohl nicht berichtet, da das dann, wie ich meine, journalistisch nicht angemessen wäre. Und sollte wieder irgendjemand versuchen, meine Berichterstattung zu zensieren, dann werde ich wieder alle Mittel und Wege in Bewegung setzen, um diese Zensur aufzuhalten. Aktuell versuchen mein Netzwerk und ich noch die genauen Umstände zu erfahren, wie dieser Strike zustande gekommen ist. Sollte es dort Unstimmigkeiten geben, werde ich auch darüber berichten. Und für den Fall der Fälle haben wir immer noch unseren Backup-Kanal, welchen ihr unterm ersten Link in der Beschreibung findet. Okay, dann bedanke ich mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime.